So, ich habe das jetzt schon angedeutet, was sind sinnstiftende Hintergrundbilder? Ich gehe mal ganz pragmatisch davon aus, irgendwie sind wir eigenartig. Jeder von uns ist vielleicht schon eigenartig geboren oder wir haben ja, wie wir neuerdings ja auch erfahren, eine Lerngeschichte schon ab der Zeugung hinter uns. Wie auch immer, wir sind irgendwie anders als alle anderen. Und jetzt versuchen wir mit zunehmendem Erwachen des Bewusstseins zu verstehen, was wir da eigentlich sind. Und die Idee der sinnstiftenden Hintergrundbilder ist, dass im Lauf unseres Lebens die Szenerien, die Bilder, und Bilder meint nicht nur optische, es können auch akustische, körperliche Bilder sein. Ich spreche jetzt nur von visuellen Bildern, weil man davon eben leichter sprechen kann. Wir im Lauf der Zeit bei uns Eindruck machen. Etwas in unserer Eigenart sagt, ey, das merke ich mir, das hat mit mir zu tun, das geht mir unter die Haut. Also insofern glaube ich, dass unsere Seele so eine Art Bilderfilter ist, in dem hängen bleibt, was uns angeht. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Es gibt auch Bilder, die wir nicht so schön finden, die uns aber trotzdem beschäftigen. Und auch das sind für mich wichtige seelische Leitbilder, denn sie sagen, damit habe ich was zu tun, mit der Qualität, die mir in diesen Bildern begegnet. Und es wäre sinnvoll, auch damit Dialog zu halten, aber natürlich auch mit dem Positiven. Und der Versuch, sich mit den Bildern, die irgendwo im Hintergrund unserer Seelenentwicklung, unserer Biografie abgespeichert sind, mit denen Dialog zu halten, ist eine einfache und jeder Frau, jeder Mann leicht zugängliche Art der Selbsterkenntnis und des Selbstbegreifens. Und wenn man eine Dialogkultur miteinander eingeht, dass diese Bilder in der Kommunikation aufsteigen dürfen und dass man sie sich auch gegenseitig erzählen kann, dann findet nicht nur unbewusst intuitiv, sondern auch bewusst methodisch ein Austausch statt, wie wir sind, wie wir uns verstehen und wie wir uns aneinander ankoppeln können, um gemeinsam eine sinnvolle Version eines möglichen Mythos aus unserem Repertoire zu entwickeln.